So Leute, wir sind beim nächsten Video mit Hashtag Werbung, dem gesponserten Account von Wizard of the Coast. Ich habe alles freigeschaltet und gestern hatten wir das BW Venture Deck, was ihr auf jeden Fall nochmal sehen werdet. Ich habe Bock damit noch eine zweite Runde zu spielen. Es tut mir leid dafür, aber egal. Und heute gucken wir uns ein rot-weißes Deck an mit der Fighter Class. Also sehr viel mit Ausrüstung. Ihr seht schon hier der Maul of Skyclaves, Plate Armor, Dancing Swords, der gute Coreblade Master, Fight Class. Darauf läuft das Ganze so ein bisschen aus, dass wir die ausdroppen, hochleveln und dann ausrüsten können. Der Dwarf, sehr, sehr cool. Und natürlich hier Fireblade Charger. Nahiri, sie ist die Schwertschmiedin, warum nicht? Plus eben Bruenor, Battlehammer. Das Ding ist meistens ein Land, habe ich festgestellt. Und dann haben wir noch die Animationsländer, weil wir brauchen halt einfach Kreaturen. Dementsprechend passt das ganz gut. Hier haben wir die Pathways, Fabled Passage. Würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was das Deck so kann und wie das Deck sich so spielt. Bisher muss ich sagen, für euch ist jetzt Tag 2, für mich ist jetzt eine Stunde drin. Und ich muss sagen, ich habe mega Spaß bei dem Event. Wie viel Spaß Magic the Gathering macht, wenn man auf alles Zugriff hat. Das ist krass. Also das hätte ich niemals gedacht, dass Standard so viel Spaß machen kann, wenn man auf alles Zugriff hat. Weil, ihr kennt mich, ich bin Legacy-Mensch. Ich spiele die alten Formate, ich spiele Commander, ich spiele die großen Formate. Standard ist für mich so, ich habe da hinten irgendwo einen Standard-Deck, was jetzt demnächst nicht mehr Standard ist, sobald Innistrad rauskommt. Und dementsprechend, seitdem habe ich kein Standard-Deck mehr. Dann, und ja, ist dann halt echt nicht der Punkt, dass ich sage, ja, Standard, habe ich Bock drauf. Das Venture-Deck hingegen, muss ich sagen, das ist schon witzig. Also das kann man schon mal machen. Und ich glaube auch, wenn man das richtig aufbaut und ein bisschen noch pimpt, kann man damit noch viel, viel geileren Stuff bauen. Und das macht mir auch ein bisschen Angst. Weil das Venture Deck war jetzt sehr oppressive. Ich habe jetzt auch ein paar Runden offscreen natürlich gespielt und ich muss sagen, das knallt. Gucken wir uns mal an, was dieses Weiß-Rote kann. Ich cutte mal zum Start. 1-1-0. Da haben wir unseren Gegner. Das ist eine sehr langsame, aber okay Hand. Ich würde sagen, ich fange hiermit an und bringe das getappt ins Spiel. Genau, Preview-Account 1110, guter alte Star Wars-Klonkrieger. Ich bin die Nummer 65. Drache? Ey, warum pennst du? Du solltest nicht pennen, du solltest wach sein. Komm schon, sei wach. Okay. Das, damit es enttappt, das Spiel kommt. Spiel jetzt die Fighter-Class? Ich glaube, ich will die Fighter-Class spielen, oder? Damit ich meine Ausrüstung raussuchen kann. Ich nehme mir allerdings eine Plate Armor. Bei nächster Runde kann ich den Fire Charger spielen. Kann ich nicht. Es kostet 3 Mana. Das ist schon sehr teuer. Dann machen wir es halt anders. Dann machen wir es halt so. Weil hier mit Doppelschlag können wir den Hund halt ewig lang weghalten. Das ist schon ziemlich gut. Kenaya-Farben. Spellbinder. Wahrscheinlich die Plate Armor. Aber ich habe halt hier auch die hier. Und dann gehe ich halt einfach dann in die jetzt rein und prügel die durch. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Ja. Plan steht, Angriff steht auch. Und einmal rein. Bam. Immerhin nur so viel. Die werden auf einmal teuer. Die werden auf einmal richtig teuer. Hm.
wenn ich ihn spiele und dann Land ziehe, kann ich sie halt equippen und Dinge tun. Das ist schon nice. Auf der anderen Seite kann ich auch einfach plussen und ich spiele schon mal ihn. 5-3 ist der da schon ganz gut aufgehoben. Willst du traden? Ist die Frage. Will ich den gegen den Hund traden? Ich glaube nämlich nicht. Doch, wir nehmen es erstmal so hin. Bam. Damage. Hier. Drache. Ja, Drache unterstützt mich. Entschuldigung. Alter, noch ein Elite-Spellbanner. Wow. Das wird langsam ätzend. Sechs Damage. Nächste Runde sind es 9 Damage. Das macht Aua. Das macht richtig Aua. Boah, ich kann nur ihn spielen. Heißt aber auch, ich kann mit den beiden angreifen. Möchtest du traden? Und jetzt wird's halt knapp, weil er hat halt 9 Damage liegen. Wenn er irgendwie Damage schießen kann, mit irgendwas bin ich halt tot. Aber ich kann gegen Spellbein, ja, Minota zum Beispiel. Minota triggert nicht bei Humans. Das habe ich ja jetzt erst richtig gesehen gerade. Auf wen rüste ich die denn aus? Auf ihn, dann hat er Doppelschlag. So, all in. Was soll der Geiz? Ich habe keine Lust zu rechnen. Das Ding hat leider keinen Trampel. Nein, ein Damage zu kurz. Aber sehr knapp, sehr cool. Hier auch wirklich mit den 3 Spellbeinen. Das war schon cool. Das zeigt, was das Deck cooles kann. Es war ganz, ganz knapp. Es war ein cooles Spiel. Und gucken wir uns das Deck nochmal an. Ja, das ist das Fighter-Deck mit Fabled Passage, mit den Ländern und halt hier noch da. Das ist alles Land, sag ich mal. Und erstaunlicherweise ist das echt ganz cool mit den Ausrüstungen. Ich habe 2, 3 Runden gespielt, nochmal offscreen dabei. Und der Maul ist gar nicht mal so geil. Aber die Plate ist cool. Maul gibt halt fliegend. Fliegend ist ein Evasion-Move, den ihr mit dem Blade Master gerne hernehmt, um zu gewinnen. Dancing Sword habe ich fast nie gezogen oder nie mehr gesucht oder sonst was damit gemacht. Was echt schade ist, weil es ist eigentlich eine ziemlich coole Karte, aber nee, kommt irgendwie nicht in dem Deck zum Schein. Fighter Class ist mehr ein Tutor, als dass ich den jemals level, was ich sehr schade finde. Aber das Deck macht Spaß und ja. Am Ende, wie immer, da oben steht es. Hashtag Werbung, das ist ein Account von Wizards of the Coast. Komplett free, die haben mich eingeladen, mir mal das Ganze mit Dungeon Dranks mal anzuschauen und ein paar Decks durchzugehen. Das mache ich mit euch, dafür mache ich die Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.